So, nun soll unsere Überschrift ein ordentliches Format bekommen. Das heißt, unterstrichen werden ein bisschen farbig. Dazu klicken wir rechts und wählen Text bearbeiten. Hier oben haben wir Sachen, die wir so ähnlich schon aus Word oder LibreOffice oder OpenOffice oder sonst was kennen. Sind ja eigentlich überall gleich. Hier können wir Schriftart wählen, Schriftgröße, Ausrichtung, Unterstreichung und so weiter. Das ist auch kein Problem. Allerdings, ich lösche das hier mal, ist es viel sinnvoller, wenn wir Formatvorlagen einsetzen. Zwar funktioniert das so, über F3 öffnen wir die Stilverwaltung und können hier einen neuen Absatzstil erstellen, den wir zum Beispiel Überschrift nennen. Jede Einstellung, die wir hier machen, zum Beispiel zentriert, Schriftart Comic Sans, etwas größer und unterstrichen, wird nun so aussehen. Wir bearbeiten den Text nochmal auf Überschrift. Okay. Und das sieht so aus. Die Vorteile sind genau wie in der Textverarbeitung, dass wir einfach nicht, wenn uns irgendwas nicht gefällt, die Vorteile sind, dass wir, wenn uns ein bestimmter Stil nicht gefällt, dies nicht bei jeder Überschrift ändern müssen, sondern eine Änderung bei jeder Überschrift übernommen wird. Ein Beispiel, Überschrift 2 wird auch mit Überschrift ausgezeichnet und sieht dann so aus. Nun überlegen wir uns, dass die Überschrift vielleicht doch etwas sachlicher aussehen sollte und wählen deswegen statt Comic Sans lieber die Schriftart Career New. Anwenden und sofort werden alle Überschriften verändert. Wenn wir jetzt uns anschauen wollen, wie das Layout einer Seite aussieht, so können wir mit dem Link Beispieltext Text in verschiedenen Sprachen laden. Ich nehme jetzt mal den Standard Lorem Ipsum Text, der allerdings nicht ganz in das Feld passt, wie man in diesem Zeichen hier unten sieht, dem kleinen X im Kästchen. So. Wenn wir nun Texte einfach aufs nächste Textfeld überlaufen lassen wollen, wie zum Beispiel in diesem Feld, werden wir sie verketten. Dazu klicken wir auf das erste Feld, wählen den Button Textrahmen verketten und klicken auf das zweite Feld. Und nun seht ihr, der Text geht hier weiter Namen, Konimentum. Ihr werdet sehen, wenn ich jetzt hier etwas rauslösche, zum Beispiel diesen Satz, dann rutscht alles nach. Und wenn ich hier noch etwas einfüge, zum Beispiel diesen Satz noch mehrmals, dann rutscht das auch alles nach. Das ist der Sinn von verketteten Textrahmen. Das verwendet man dann zum Beispiel in einer Zeitung, wenn man mehrere Spalten macht. So. Und dann diese Spalte. Und dann diese Spalte. Und die verkettet man. Dabei ist unbedingt auf die richtige Reihenfolge zu achten. Das ist das Prinzip von verketteten Textrahmen.